tonight. Let's make it happen. I wanna love you tonight. Your body next to mine, and I won't waste your time. I need to make it happen, baby, with you. Oh mein Gott, mein Mikro, das war aus. Zombie-Friseure. Okay, sorry. Okay. Entschuldigung, Zombie-Friseure. Was? Warum hat... Ach nee, die hat nur grüne Arme. Wo ist denn hier ein Zombie-Friseur? Hä, wo ist ein Zombie-Friseur? Hallöchen, Hallöchen. Entschuldigung. Wo ist denn hier ein Was ist das denn? Wow. Ey, das ist ein Cosplay. Das ist ein sehr gruseliger Hilfe. Ihr könnt ja auch gleich Outfits angucken, ja. Der sieht ja mega übel aus. Are you from the other life? Yes. Yes, I am. Hey there, nice to meet you. Also, Mädels, ich wurde gebeten, einen Song für Anne zu machen. Wollt ihr den Anne-Song hören, den ich vorhin fertig gemacht habe noch? Was habt ihr gesagt? Beim Vorpinter-Champi steht auch noch so einer. There are Zombies. Da. Das ist ja gruselig. Was ist das denn? Es ist ein sehr gruseliger NPC. Der hat ja nicht... Oh, Hilfe. Okay, also, erstmal gucken wir gerade, welches Champi ist denn das nächste. Ihr könnt heute auf jeden Fall Outfits bewerten und Verstecken spielen. Versprecht das. Dankeschön, Rose. Dankeschön für die Rosen, meine ich. Entschuldigung, andersrum. Ich kann deinen Namen nicht sehen. Ich sehe nur, dass du eine Tulpe da hast. Aber vielen lieben Dank dir. Beverly auch, dankeschön. Okay, wartet mal kurz. 21 Uhr. New Hillcrest, okay. Wir gehen jetzt nach New Hillcrest, Champi.
Und dort spiele ich euch den neuen Song vor. Ist das der aus dem Stream von Black Moon Stable? Ich jetzt? Wenn du meinst, ja, ich bin der aus dem Stream von Black Moon. Ich war bei Mira im Stream dabei, wenn du das meinst. Ja, hallöchen, ich bin der aus Miras Stream. Ja, bitte, gib mir keinen eigenen Namen mehr. Nenn mich bitte nur noch den, der aus Mira. Moment, das hört sich falsch an. Ich habe gerade erst angefangen. Magst du, was ist Isis? Ach, meinst du die Isis als die Pferde? Du musst mit I schreiben. Ja, mag ich sehr gerne. Sydney, ich danke dir. Sabine auch, dankeschön. Wir gehen jetzt zu New Hillcrest. Verdammt, hier. New Hillcrest. Champion. Okay. Wenn ich noch live bin. Ich habe gerade angefangen, also auf jeden Fall noch eine Weile. Hast du schon die neuen Farben vom Cell von 10 Mustang und Ardenna gesehen? Wo? Es gibt keine neuen Farben aktuell. Oder was meinst du? Ich hoffe, du hast mir jetzt keine Spoiler gesagt. Please, wäre nice. Nein, sag mir doch keine Spoiler. Ah. Ich habe die Diamond Jokers feiern in 3,5 Stunden B-Day. Wir müssen uns sehr... Wir freuen uns haben sehr groß. Morgen, also macht ihr Geburtstag. Ja, ich kann ich gerne morgen gratulieren. Okay. Hallo, der aus Miras Stream. Hallo, ich nenne meinen Kanal jetzt von Sepp in der aus Miras Stream. Okay. Hi Sepp, kennst du House Ryan Dead? Klar, ich habe seit Anfang gespielt. Easy. Ich habe einen mega hochgelevelten Account da drin. Aber momentan ist es einfach langweilig geworden, deswegen habe ich es nicht mehr so gespielt. Okay, wartet mal kurz. Also Mädels, ich zeige euch jetzt den Song, den Anne-Song. Okay, seid ihr bereit? Das hier ist jetzt der Anne-Song. Ich hoffe, er gefällt euch. Er heißt Lost in Pandaria. Habe ich vor 10 Minuten ist er fertig geworden. Ich hoffe, er gefällt euch. Wir kommen mal immer die Perlen einfach Multiplayer rennen oder mit Haustieren Sachen machen. Okay, also los geht's. Ich hoffe, er gefällt euch. Oh, wartet mal kurz. Oh, wartet ganz kurz. Ich habe die ganze Zeit keinen Sound angehabt. Vergesst, also auf YouTube. Wartet mal kurz. Geht los. Okay, jetzt geht's los. Moment. Journey to Pandaria, the mystical course. Captured by enchantment, lost in the haze. And for freedom in the mystical maze. With every step she grew stronger and bold, her spirit ignited, a story unfold. We'll be right back.
Oh, scheiße, Sveni, du hast ja völlig recht. Oh mein Gott, das ist ja Star... Oh, mein, bin ich ein Dulli. Sie singt, sie reitet ja Concorde, Sveni. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Damit kann ich den Song ja wegschmeißen. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Ja. Oh, scheiße. Es ist... Oh, nein. Ich habe Lisas Pferd bei den Song reingemacht. Ah, danke, Sydney. Vielen lieben Dank dir. Und der Adolf-Filter, da musst du ein paar Einstellungen umstellen, damit der funktioniert. Oh, nein. Oh Gott, scheiße. Damit muss ich den Song von vorne machen. Oh mein Gott, ich kann den Part nicht ändern. Oh, scheiße. Meine Hunde sind Spaniel-Mixe. Oh, nein. Oh, ich bin ein Idiot. Oh, scheiße. Meine Güte, warum ist mir das denn warum habe ich denn das verpennt? Oh mein Gott. Ja, okay, also ich habe offiziell den Song damit verdudelt. Ja. Oh mein Gott. Ja, The Soul Rider on the back of Concorde. Ach, puh. Concorde. Ei, 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 ey. Ja, gut. Also ich muss mal gucken, ob ich den Song so in der Art wieder hinbekomme. Ey, das ist mir tatsächlich einfach nicht aufgefallen. Wie kam ich denn auf Starshine? Wahrscheinlich, weil Starshine einfach melodisch gut reingepasst hat. Ah. Muss ich wegen dreimal Starshine oder ein paar Mal Anne das Ganze ändern. Damn. Ja, gut. Egal. Ja, momentan, Sydney, ist es irgendwie ein bisschen... Mann, was steht bei dir, Sydney? Komm mal nicht in das SSO rein. Hast du mal Reshade ausgemacht? Vielleicht liegt es ja an Reshade. Warte mal, ich guck mal gerade kurz, ob er das automatisch angepasst hat. Ja, okay, so ist jetzt Concorde, aber der Song ist halt komplett verändert worden. Na, scheiße, darf ich von vorne anfangen? Den Songtext habe ich ja zumindest, aber dann muss ich den kompletten Early-Ding nochmal machen. Rutze. Egal. Ja, schade eigentlich, ne? Scheiße. Ach, scheiße, Mann. Scheiße. Ja. Das waren über 600 KI-Punkte. Ja. Ich lese alles so gut ich kann, aber mit Taggen sehe ich es besser. I'm fine, so I hope you're fine too.
Ja. Ja, den Song kann man nochmal neu machen. Das ist schon okay. Ja. Ach ja, passiert. Ich bin ja selber dran schuld, wisst ihr. Du heißt Maggie. Liebe Grüße, Maggie Lion Beach. Oh Mann. Und Dankeschön, Sidney. Comet Castles. Ey, hey, Emmy. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Liebe Grüße an dich. Ja. Oh. Oh Mann. Genau, das haben nur einige den Pferdeshop zum Testen bekommen. Ihr dürft gerne was sagen, fragen, Schrägstrich und wie auch immer. Ich finde das eine neue Gratis-Katze. Ich finde es halt, das ist die 1000. Katze, die wir bekommen. Also, irgendwann. Liebe Grüße, Alicia. Ja, also ich finde, der Song ist gut geworden und dann ist es halt der falsche Name drin, mache ich ihn halt neu, ne? Es ist okay. Nee, passt schon, Brooklyn. Ich mach den einfach nochmal, den Song ist okay. Ich mag die Funktion mit dem Pferdeshop auch nicht so gerne. Wie sieht die Katze aus? Das ist Sir Schnurr. Der sieht so aus. Ja. Das ist Katze mit Milchbart. Ja. Was ist der Pferdeshop? Der Pferdeshop ist die neue Funktion, die Star Stable demnächst einfügen wird. Für alle. Momentan haben es nur ein paar Leute zum Testen. Das ist das hier. Dass ihr Pferde im Global Shop kaufen könnt. Das ist die neue Funktion. Pferde Global Shop. Virginia, liebe Grüße. Ali, den haben nur Leute über 1,60, deswegen. Lieblingspferderasse ist ganz klar Isländer. Nochmal Dankeschön. Dankeschön nochmal. Comet Castles und Sydney, vielen Dank. Liebe Grüße, Hanna. Mir geht's gut, Kimi, ich hoffe dir auch. Generation 4 Friesen dauert noch dieses Jahr nicht mehr wahrscheinlich. Ich glaube, Dankeschön, Beverly, die wollen wahrscheinlich einfach, dass wir die Katze bekommst du einfach nur, wenn du die Quest durchmachst bei der Baroness. Kannst du Pferde normal kaufen, aber es kann sein, dass sie die Gans rausnehmen, genau. Ja, also ich finde halt, das Problem ist, ich hatte schon in ein paar Spielen Global Shops. Die haben immer dafür gesorgt, dass man halt die Welt sehr, sehr entschlackt hat. Also da ist man dann nicht mehr in der Welt so oft gewesen. Das fand ich halt immer ein bisschen schade. What server? We are on server 8. European 8. SOEUDE 8. Dankeschön, Sydney. Wo ist das neue Rennen? Das ist bei der guten Sabine. Gibt es ein Pferd, das man unbedingt kaufen sollte? Also das Pferd zu rennen gut ist. Ja, ein paar der Generation 2 Pferde sind sehr strong. Aktuell wäre es halt vor über 11 Jahren Star Stable mit Coco. Also momentan wären das halt Morgan Gen 2, Appaloosa Gen 2, aber die kann man glaube ich gar nicht mehr kaufen. Das heißt, du solltest, wenn dann, das Wild Horse kaufen. Wenn es mal im Angebot wäre, Wild Horse wäre super. Wie heißt mein Pferd in SSO? Siehst du hier oben, das heißt Archangel. Also Erzengel. Jessica, ich danke dir vielmals für dein Teamherz und Hallöchen. Und liebe Grüße, Mackenzie. Und Coco. Wir sind auf Server 8 und danke für die ganz netten Worte. Sind die Morgan Gen 2 gut? Ja, die sind auf Platz 2 hinter den White Horses und den Appaloosas.
Wie bist du in Verbindung mit SSO gekommen? Sehr, sehr viel und oft anschreiben. Und irgendwann kamen sie tatsächlich mal sogar auf mich zu. Nachdem ich schon fast aufgegeben hatte. Habe ich Tipps wegen nervös bei der Präsentation? Boah, Traubenzucker hat mir viel geholfen. Also so ein bisschen am Anfang Traubenzucker davor vor der Präsentation hat mir viel geholfen. Und schau niemanden direkt an in der Menge. Ganz wichtig, Kimi. Schau keine Leute direkt an. Sprich mit den Leuten, ohne sie anzugucken. Such dir einen Fokuspunkt raus, der zwischen den Leuten ist, dass sie denken, dass du sie anguckst, aber guck sie nicht direkt an. Ganz wichtig. Guck die Leute, und hi Steffi, guck die Leute nicht direkt an. Und für eine Präsentation ganz, ganz wichtig, Kimi, halte dich an nichts großartig fest. Also, und mach keine verkrampfte Haltung. Also, leg die Hände nicht so eng an, sondern einfach so ein bisschen entspannte Hände. Gestikulieren immer bei einer Präsentation ist gut. Also, zeig auf die Leute, wenn du mit ihnen redest. Sowas wie, hey, ich habe euch. Und dann musst du immer, wenn du sowas wie euch oder ihr oder sowas sagst, zeigst du auf die Leute. Das ist geil. Ich habe Vortragsrhetorik gemacht, da wurde mir das immer wieder geraten. Wenn du die Leute ansprichst, zeig auf sie. Wie findest du, dass das Raptor wiederkommt? Ich finde es schade, dass er nicht mehr Raptor heißen wird. Dankeschön. Dankeschön, Alicia Lavaflight. Ich danke dir vielmals. Einfach, es ist wichtig, dass du mit deinen Händen arbeitest. Sowas wie, Kimi, über was hältst du Referat? Sag mir mal, über was du Referat hältst. Ich helfe dir dabei. Diese Urpferde, die White Horses, ja, genau, das sind die Strubbel Horses. Dankeschön, Caroline. Ich danke dir vielmals. Danke für die netten Worte. Ich danke dir. Ja. Herzlich bitte grüßen, Star Stable mit Coco. Liebe Grüße. Guten Abend, Wilma. Wie war heute bei deinem Update, die mir lädt? Also bei mir ging es eigentlich. Das ging von der Geschwindigkeit her. Ist es entspannt, das als Job zu haben? Naja, das hat Vor- und Nachteile wie jeder Job, ne? Halte davon nichts, das ist anstrengend. Also ich gebe dir als Tipp für deine Präsentation. Arbeite ohne Skript. Und zwar mach dir ein Fake-Skript. Guten Abend. Gott, ich kann deinen Font kaum lesen. Also ich habe das so gemacht. Ich habe mein Skript als Folie gehabt und habe das, immer wenn ich drauf gezeigt habe und darüber gelesen habe, habe ich mir wieder ein paar Stichpunkte gemerkt und die weiter vorgetragen. Hatte dafür keinen Post in der Hand oder sowas. Das hat den Lehrern immer sehr gut gefallen. Eine Katze heißt Coco, ja, okay. Mein Tag heute war eigentlich sehr schön. Ich liebe die Mittwochs-Updates eigentlich. Wie komme ich in die Teufelsschlucht? Über die Hauptquest, da musst du über Fort Maria reinkommen. Fort Maria und dann rein damit. Fort Maria, wo bin ich jetzt? Hier. Fort Maria, da hinten und dadurch kommst du rein. Übers Haingeflecht. Ich danke euch vielmals für die mega netten Worte. Ich danke euch wirklich. Man spricht mich Alicia. Alicia. Ich danke dir, Alicia, für den Hinweis. Alicia, liebe Grüße. Weißt du irgendwelche Random-Apps, die man deinstallieren kann? Ich weiß nicht, was du drauf installiert hast. Jessica, nochmal Dankeschön. Durch das ganze Portal, genau. Du musst ins Haingeflecht und dann da wieder raus. Ja. Wann kommt das American Settlement? Nächsten Monat wird das kommen. Wenn du PowerPoint hast, dann kannst du die Punkte nehmen. Ja, genau. Genau, das meine ich genau das, was Sveni meint. Ich habe immer meine Folien mit Stichpunkten gemacht. Also PowerPoint war das bei mir auch. Und da habe ich dann immer auch, wenn ich die Punkte drauf gezeigt habe, so hier, dreh dich nicht zu oft von den Leuten weg. Wie meinst du Hitboxen-Update, Tienchen? Und da habe ich dann immer drauf gezeigt, so ein bisschen so nach hinten geguckt, so hier. Diese Sache möchte ich euch präsentieren. Und dann habe ich mir dadurch wieder den nächsten Stichpunkt sozusagen geholt. Jenny, Dankeschön. Was ist das American Saddle Pad? Nicht Saddle Pad, Saddle Bread. Also das ist die Sattelzucht. Also es ist eine Pferderasse. Dankeschön, Beverly.
Weil die hat das Update nicht geladen. Okay, hast du mal komplett neu installiert? Nee, ich habe nichts mit Hitbox-Update gesagt. Hitboxen sind gleich wie immer. Gibt es Andalusian SSO? Die gibt es und die sind schnuffelig und haben Schmetterlinge. Wie kommt man da hin? Wohin meinst du? Zum Haingeflecht? Hier. Mach die Quest mit Fort Maria, dann da rein und da ist es dann. Wir können heute Versteck spielen und auch Outfits angucken. Können wir heute alles machen. Hast du Abi oder Studium gemacht? Beides. Beides. Ich habe erst Abi gemacht und danach studiert. Ein paar Mal hier nämlich auch drin. Hey, klar gibt es die Andalusier. Natürlich. Davon fragst du, studiert das BWL, Schwerpunkt Mediengestaltung und Marketing. Also BWL mit Schwerpunkt Werbung. Zwei Schwerpunktthemen ist Werbung, Marketing 1 und 2 waren die beiden Schwerpunktgebiete bei mir. BWL könntest du Nachhilfe gebrauchen. In was denn? Können wir beim Champi, nee, das wäre ja alle voll langsam. Beim Champi nicht, danach gerne. Mein Lieblingsgebiet, ich mag vor Pinter ganz gerne. Deswegen bin ich gespannt, wie die Disco wird. Kann man gut von deinem Job leben? Es ist ja nicht nur Spielen, ne, Bean. Das ist ja auch viel außenrum noch. Also man, das sieht vielleicht aus, als würde ich nur zocken oder so. Aber es ist ja auch einiges außenrum. Und ich würde es niemandem empfehlen. Also davon gut zu leben ist schon Arbeit. Also ich kann davon leben, aber nicht gut. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, krass hier, dicke Kohle oder so. Aber ich kann das machen, was ich gerne mache. Ja. Beschaffung. Aber Beschaffung ist ja noch ziemlich am Angebot, am Anfang wollte ich sagen. Was zur Beschaffung? Was musst du bei Beschaffung wissen? Aber ich habe den Code nicht mal gesehen. Ich habe ihn 3 Sekunden eingeblendet, Coco. Habe ich voll lange im Video drin gehabt. Aber ich werde die nächsten beiden Codes, Coco, die ich noch habe, die werde ich dieses Mal dann verlosen. Damit jeder die gleiche Chance hat. Ich habe 2 Codes noch für das Spielflip. Also für Horse. My First Horse. Könntest du mal bitte die Lidl grüßen? Die Lidl. Ja, der Lidl. Lidl, bitte, liebe Grüße, Lidl. Dankeschön, Magical Kyoko. Vielen Dank für deinen Gift-Zap an Würstchen. Ja, Würstchen. Gratulation, bitteschön hier. Vielen lieben Dank an Magical Kyoko. Danke dir. Wow. Das war ein crazy Sprung hier. So, und jetzt Augen zu und weg mit den Summsums. Ach komm, du Bouncebert. Das kann doch nicht sein, du Bouncelhorse. Entschuldigung. Ich wollte andere Sachen sagen. Das Champi können sie echt mal überarbeiten. Das ist so ein Krampf, dieses Champi. Das Champi ist einfach nur ziemlich viel mit Glück verbunden, weil du immer so abprallst. Ja, aber Adi wird eh noch überholt werden, weil die hat glitschige Finger. Ja, die glitschige Finger. Gott, wie wir die überholen mit den glitschigen Fingern. Oh, da ist er wieder. Ist nach vorne geglitscht.
Ah, wir haben Ali überholt. Ah, glitschige Finger haben wir besiegt. Sehr gut. Keine bösen Worte, Ali. Warum heißt Raptor nicht mehr Raptor? Wenn wir wissen, wie er heißen wird, Caroline, dann wissen wir, warum er so heißt wahrscheinlich. Mal gucken, wie er heißen wird. Da fahren wir ja dann beim nächsten Mal. GZ, GZ. Achso, ich hab die Quest ja schon gehabt. So. Dann machen wir uns zur Outfits-Show. Also, gehen wir in Nilmas Hochland, können wir eure Outfits angucken. Nut, nut. Nilmas Hochland. Wir nehmen die Abkürzung. Inima, ja, ini, mini, mani, mu, ja. Ach, gute Raptor, ey. Mal gucken, ob er da nicht mehr Raptor-Sachen singt, sondern andere Sachen. Da. Also ich hoffe, dass er die alten Songs trotzdem noch hat, ne? Aber also es klingt schon danach, als hätte er noch die alten Songs, weil er hat ja als Intro-Song, hat er immer noch Ini, Mini, Mini, Mo und so gerade gehabt. Also deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn er einen neuen Song bekommt. Hä, wie schnell die Leute schon hier sind. Was geht da ab? Yorwick City. Eeny, meeny, miny, moe. Nee, lieber Yorwick City. Yorwick City ist bestes. Das ist Raptor. Und alle zusammen. Yeah.
Wix City. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Magical Kyoko. Eine von mir namens Julia ist dein Gast. Na, vielen lieben Dank. Kannst du liebe Grüße an deine Freundin sagen? Und Dankeschön. Mega vielen lieben Dank. Danke, ich danke dir vielmals. Was sagst du zur aktuellen Reshade-Lage? Wie meinst du die aktuelle Reshade-Lage? Was ist mit Reshade? Das funktioniert doch alles. Also, Reshade, guck, Reshade funktioniert. Ja, schau. Du musst nur ein bisschen was umstellen, aber dann die Adolf-Sachen funktionieren manchmal nicht. Die laden irgendwie nicht so gut. Moment. Ah, no. Moment, funktioniert das gar nicht mehr jetzt? Eigentlich müsste das gehen. Moment. Hä? Warum lädt der Adolf-Filter nicht? Das Thema Electric Fighters ist, glaube ich, durch, weil ja jetzt offiziell rauskam, dass das nur für Fame gemacht war, weil das halt nicht gestimmt hat. Weil es konnte ja gar nicht stimmen, Jana. Es konnte ja gar nicht stimmen, weil es einfach keine Hacker gibt in Star Stable. Ja, ich muss mal gucken. Ihr seht ja selber, dass mein Reshade hier gerade jetzt Fehler gemacht hat. Müssen wir mal gucken, ob man es irgendwie nochmal dann neu lädt oder so. Guten Abend euch. Wir haben hier 3D-Mapping umgestellt. No! Wie konntet ihr Star Stable? Ich brauch doch Reshade. Dankeschön, Caroline. Dankeschön. Ja, also ich kann euch generell sagen, ich habe in 11 Jahren Star Stable noch niemals einen Hacker gesehen. Noch niemals. Es gibt zwar Leute, die dieses Cheat-Programm benutzen, zum Rumfliegen und ihren Account ändern, aber ein Hacker wäre ja, dass ich jetzt Daisys Account hier zum Beispiel hacke, ohne ihre Daten zu kennen. Einfach mich in ihren Account reinhacke und ihre Sachen verkaufe. Aber nur weil ich ihre Daten kenne, ist das kein Hacken. Sondern wenn ich ihre Daten nicht hätte und mich auf ihren Account einlogge, das wäre. Und Justin Morland war auch kein Hacker. Alter, man konnte sich damals Justin Morland nennen und alle Leute dachten, dass das ein Hacker war, aber das war kein Hacker. Der gute Justin Morland war einfach ein normaler Spieler. Alles klar, Ali, dankeschön. Wie findet man jetzt raus, ob man den Pferdeshop hat oder nicht? Du hast hier unten dieses Icon. Wenn du hier unten dieses Icon hast, dann hast du ihn. Nee, der gute arme Justin Morland, der konnte gar nichts dafür. Es gibt immer noch Leute, die haben den auf der Blockliste. Dabei konnte der gar nichts dafür. Ja, die Leute, die mit Pferden rumreiten, die es gar nicht gibt, das sind Cheater. Die ändern ihre Daten. Aber ein Hacker würde ja deine Daten ändern und das geht nicht. Das ist auch Justin Morland immer noch auf der Ignore. Sehr gut. Ich versuche immer so 19:30 zu machen, Masch. Aber morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen später machen wegen Clubtreffen. Okay. Wir fangen an mit der Output-Bewertung. Daisy. Moment, Daisy, bist du das erste Mal nicht mehr ganz schwarz? Aha. Aha. Ungewohnt. Aber sieht auch nice aus. Ich mag die Jacke sowieso gerne. Dankeschön, Ali. Dankeschön. Alina sieht fesch aus hier. Der Schnurrbart passt sogar sehr gut. Beverly haben wir jetzt schon x-mal so bewertet, aber sieht immer noch irgendwie ganz nice aus. Ich finde generell Skelettface mit dieser Maske sieht geil aus. Zelda. Ich finde, das sieht cool aus bei Zelda. Sieht nice aus. Mag ich gerne. Fesch, fesch, fesch. Ich werde aber, glaube ich, ich finde, glaube ich, diese Bommelmützen cool. Also ich glaube, ich fände sogar eine Bommelmütze nice bei dir. Marie. Marie sieht doch cool aus mit ihrem Look hier. Ich mag diese Pullover. Ich habe selber solche zu Hause. Wen haben wir hier? Hier haben wir, ich sehe es nicht, Fiona.
Moment, Fiona hat die neue Frisur drauf. Fiona hat den Dutt hier. Das sieht auch ganz cool aus mit dem Dutt. Ja, ja, ja. Was hast du denn hier für ein Summer-Shirt an? Aber ein Vampir im Sommer? Oh, 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 dann ordentlich Hautcreme auftragen hier, Isabella. Aber ansonsten sieht das doch gut aus. Natsuki. Das sieht, nein, ich finde generell, also momentan ist die Miscreants-Maske natürlich hier total im Trend. Die passt vor allem auch zu allem ziemlich gut dazu. Sieht geil aus. Ja, 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 Natsuki. Autumn mit dem russisch-kyrillischen Club, den ich nicht lesen kann. Kann man nicht lesen, aber trotzdem. Ich glaube fast, was ich bei dir auch cool fände, wäre diese Mütze hier, diese hier mit dem Aldins Harfe-Symbol. Fände ich auch bei dir geil, Autumn. Sophia hat einen sehr, sehr schönen Pastell-Look, den mag ich sehr gerne. Hatte ich mal hier auf der Straße erkannt? Ja. Aber ganz selten. Nicht sehr oft. Das sieht mega geil aus mit der Maske, Kayla. Das ist wirklich eine sehr coole Kombo. Finde ich sehr, sehr nice. Und bei dir, denke ich mal, wird das auch mega aussehen, wenn es irgendwann mal diesen Hut in Weiß gibt. Das wäre auch, glaube ich, crazy geil. Paulina. Das passt voll gut zusammen. Auch wenn ich bin kein Fan der Fischermützen, aber es sieht nice aus zusammen. Hier ist ein schöner sommerlicher Western-Look hier. GZ Nadine. Das sieht sehr, sehr elegant aus. Alessandra. Alessandra passt das auch eigentlich ganz nice von den Farben zusammen. Wir gucken uns gerade Outfits an. Beim Nilmas Hochland auf Server 8. Das ist noch ein Outfit, okay. Bei Lucys Look finde ich an sich nicht den Look cool. Ich finde es halt nur schade, dass das Outfit so ein altes Outfit ist, sodass halt diese Krawatte leider nur aufgemalt ist. Ja, Paulina, aber das passt ja gar nicht so zusammen. Also zumindest der Hut passt so nicht. Ja, okay, das ist besser. Das sieht besser aus. Den Hut mag ich mehr als den anderen Hut. Deswegen mag ich das Outfit mehr. Ja, schau mal, Alicia ist schon aufs Regenbogen-Event vorbereitet. Da würde ich aber, glaube ich, fast den helleren Cowboy-Hut nehmen. Weil der ist sehr, sehr markant, der schwarze. Amanda hier mit ihrem Look. Guck ich mal gerade. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut, Amanda, mit den Fliederfarben drin. Why not? Ja, ihr könnt, wenn ihr sagt, ihr habt zwei Outfits, dann zieht euch einfach währenddessen um. Das passt schon. Ja, boah, das finde ich sehr edel, Alicia. Das ist ein sehr edler Look. Finde ich sehr elegant. Das ist eigentlich auch ein cooler Look. Ich glaube, das hatten wir aber schon mal, diesen Look hier. Ariana. Ich erinnere mich an die roten Handschuhe. Ich glaube, die fand ich damals schon ein bisschen zu markant. Judith, ich finde deinen Look ziemlich cool. Vielleicht fände ich das sogar besser, wenn du keinen Helm auf hast, sondern irgendwie einen, so einen zivilen Hut, so eine Art, so eine Cap oder sowas in der Art. Wie findest du die neuen KWPNs? Welche meinst du genau? Die beiden, die letzten Reihen sind, da finde ich den Porzellanschimmel sehr, sehr cool. Ja. Grüß mal einen Club meiner Wahl. Liebe Grüße an einen Club meiner Wahl. Es ist Sonja mal hier mit dem Kuchenlook hier. Dafür bist du aber noch zu früh dran. Maybell ist nice, aber ich glaube, Maybell, bei dir würde auch der, gerade da du sehr helle Töne hast, fände ich bei dir, glaube ich, auch diesen braunen Hut, den es aktuell gibt, bemerken. Den fände ich auch bei dir sehr nice, von der Optik her. Also den hier. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Brooklyn. Ja, ist doch eigentlich ein nicer Jeans-Look. Passt doch eigentlich ganz cool zusammen mit der Miscreants-Maske auch. Gibt es im April auch Codes? Bisher noch keine. Nee, also es sieht nicht so aus. Abigan 2 ist schneller. Oh, Alexandra hier, auch mit dem Dutt hier und der Brille, sieht es doch sehr, ja, sehr edler Look aus. Sehr schöne Dressur-Variante. Ja. Nora hat jetzt auch diesen Look an, den es jetzt frisch hier gibt. Passt sehr schön zum Pferd, finde ich. Ein KWPN, oder? Ich mich da jetzt. Ne, Pasofino, hoppala. Habe ich jetzt gerade verwechselt.
Hier bei dir, bei Adele, finde ich den Kontrast ein bisschen zu stark. Schau mal, dein Pferd ist so richtig schön sommerlich und du hast auch einen sommerlichen Kranz auf, bist aber selber ganz schwarz. Da finde ich den Kontrast ein bisschen zu krass. Die Dutz gibt es jetzt nicht für immer. Die gibt es jetzt aktuell erstmal nur beim Event. Da würde ich deswegen holt euch einen Dutt, wenn ihr einen haben wollt. Die sind gar nicht so teuer. Ein Stream nur für Generation 1. Ich glaube, das haben aber gar nicht so viele. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt Generation 1 Pferde noch ready hätten dafür. Emma's Look ist auch fesch hier. Ich glaub fast, wenn du noch ein bisschen so einen Bonus-Effekt haben wollen würdest, dann hätte ich fast den Beanie genommen mit dem Glitzer drauf, den es zu Silvester gab. Der passt so ein bisschen zu den Glitzerhaaren von deinem Pferd. Anna hat mit ihrem Sweet Easy hier. Der ist eh mega cute. Ja, das passt doch eigentlich ganz schön. Aber du hast gar keinen Sattel, Anna, oder? Sehe ich den noch nicht. Hier, schon mal Emily mit den Frippohren. Ups. Ja, wir machen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Marathon. Ich mache auf jeden Fall noch Spiele. Heute machen wir gerne alles. Was für Dutz? Dutz ist dieser Knubbel. Guck mal, das hier ist ein Dutt. Diese Frisur gibt es nur auf dem Reitsport-Event. Angelika, danke schön. Vielen lieben Dank. Ah, Frieda und Paula. Schlaft gut. iPad weglegen. Mama sagt, ihr müsst ins Bett gehen. Schlaft gut und danke dir. Vielen lieben Dank. Gerne. Also, Emily hier. Coole Frippohren. Passt ganz gut zum Rest hier. Passt echt gut zusammen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du erst Level 17 bist. Oh, hä, Kim, du hast dich ja voll verändert vom Look her. Was ist da los hier? Aber sieht nice aus zusammen. Habe ich sehr gut abgestimmt, finde ich. Ich finde das Oberteil von Luisa immer noch fesch. Das finde ich sehr, sehr cool. Wieso willst du denn einen Brawlstars-Account, Nisa? Ich glaube nicht, dass hier jemand Brawl Stars spielt. Ocean Aliens, ich danke dir. Die Aldeans Cap, warte mal, die gab es doch zu dem einen Look dazu, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Also diese Aldeans Cap, die war bei dem einen Set dabei. Diese hier. Ich glaube, die gehörte zu dem Set, was die Fiona auch sonst anhat. Ich gucke mal gerade. Ich glaube, das war doch die. Ja, Pulliwetter, genau. Das war die vom Weihnachtsset doch hier. Ja. Ja, die ist halt echt geil, finde ich. Die ist richtig cool. Ja, wir können gerne wieder die Krabben-Shirts nehmen gleich, genau. Leonie hier auch. Sehr, sehr cooles Western Bandido-Girl hier. Fabian hat auch eine coole Variante mit dem Beanie gemacht. Der Beanie ist nice. Generell die Emoji-Beanies sind super. Und Lina hier auch, eine ältere Variante von demselben Set so ein bisschen, was Lina hier anhat. Es sieht beide sehr ähnlich aus, nur du hast die älteren Outfit-Teile genommen. Sieht aber trotzdem nice aus. Auch Nat hier. Nat hat man, glaube ich, schon mal in diesem Outfit gesehen. Aber ich finde das immer noch cool. Kleine Coco kommt gerade nicht ins Spiel. Wieso, was los, Coco? Die Dutz gibt es auch dem Reitsport-Event bei den Frisuren beim Laden dort. Ocean Aliens, dankeschön. Vielen lieben Dank. Jasmin hier. Sieht sehr evil aus, ja. Aber gerade die Kombination sieht sehr böse aus, wirklich. Aber halt, aber auf jeden Fall sehr nice. Also Halloween bist du da der Hingucker, genauso wie April hier. Ja, beide so evil Looks hier. Azura sieht cool aus, auch mit dem neuen Set drauf. Das passt sehr, sehr schön mit dem Pferd zusammen. Den Look kenne ich auf jeden Fall, Alexis. Den hat man doch schon mal. Würde ein Dutt hier zu passen? Ich glaube, dass deine Haare perfekt zum Friesen passen, glaube ich, Alexis. Ich glaube, deine Haare, du hast dieselben Haare gerade so wie der Friese. Das passt eigentlich sogar sehr geil so. Ich würde es nicht nehmen. Aber wenn dir der Dutt generell gefällt und du Schillinge über hast, dann kauf dir ihn für Schillinge. Ja, das hast du ja dann bald, Coco.
Was hatten wir hier gerade noch? Hallöchen, Kid. Lina. Moment, Lina hat auch... Hatten wir das nicht schon mal, dieses gelbe Outfit mit dem kleinen roten? Easy zusammen? Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr cute aus zusammen. Ah, nee, ich mag die Mütze von, die Katja-Mütze. Moment, Wanda hat mein Outfit an. Das sieht ja scheiße aus. Nein. Aber Wanda, die Schuhe gehen ja mal gar nicht. Hallo? So Flip-Flop-Dinger hier, da? Nee. Hier, festes Schuhwerk bitte. Und Aya ist so ein bisschen der ältere Look, aber sieht auch geil aus. Womit macht man für Marken am meisten Schillinge? Du kannst am Endeffekt alles kaufen. Es ist alles jeweils immer derselbe Faktor wert. Aber du kannst zum Beispiel die Pferdeoutfits kannst du stapeln. Also kauf dir Trensen oder Gamaschen, weil die kannst du mehrmals kaufen vom neuen Set, Lea. Ich habe dazu sogar ein Video gemacht, wenn du wissen willst. Guck einfach in das Video rein, da sage ich genau, welche, wie das ist für den Schilling Value. Boah, Daisy hat irgendwie was, Daisy. Das Set, auch wenn es krass viel lila ist, so Fliedermäßig, hat das echt was. Judith hier. Tatsächlich passt der Blush passt sogar ganz gut, Judith. Hätte ich nicht gedacht. Anna, nicer Valentinslook. Schön weiß-rot, passt vor allem geil zu der Checkung. Ja, sieht cool aus. Weil das spiegelt sich echt gut wieder, dein Set. Sehr schön. Vanessa. Ich finde es ganz nice. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass der Grünton passt zusammen. Aber doch passt eigentlich ganz gut. Aber ich bitte grüß Crystal Cat. Cat Mountain. Liebe Grüße an Crystal Cat Mountain. Liebe Grüße. Wo gibt es diese Emoji-Beanies? Die gibt's in hier. Jorvik City. Bei Ideens Platz kannst du die kaufen. Kann ich dir gleich zeigen. Liebe Grüße. Crystal habe ich doch gegrüßt schon hier. Ja. Alicia. Also diese Art von Pulli mag ich sehr gerne. Das ist auch dieser neue Stil. Er passt ja sehr gut dazu. Ariana, ich finde das Sabine-Set gar nicht schlecht. Ich glaube, ich finde es nur zu dem Gelb nicht so ganz passend. Weil Sabine ist eher so rötlich in der Art und da passt Gelb, finde ich, nicht so krass. Aber auf dem Pferd sieht es ansonsten ganz gut aus zusammen. Paulina, ich habe gesehen, dass du schon da warst. Und liebe Grüße, Ariana Towerhand. So, Kirsten Claytime. Ich finde immer... So Handschuhe bei diesen ärmellosen Sachen finde ich nicht so, finde ich ein bisschen zu massig. Da würde ich entweder Fingerhandschuhe nehmen oder diese Netzhandschuhe, wenn ich welche nehmen würde. Das Event geht noch 2 Wochen. Aber ich sing mal ein Lied deiner Wahl. Ach, Dancers Division. Liebe Grüße. Ja, ich habe das doch eben schon bewertet, Paulina. Habe ich doch eben schon was zu gesagt zu dem Outfit. Kennst du Crystal und mich bewerten? Aber anstellen hier. Ich bin gleich verstecken, ja. Aber erstmal machen wir Marathon noch ein bisschen. Emma, passt sehr gut zusammen mit dem Grau. Finde ich, spiegelt sich gut an deinem Outfit wieder. Hey, ja, schönes Minz-Set. Nee, wirklich. Hast du schön die Minzteile auch wieder auf den anderen Sachen vom Pferd. Mag ich gerne. Lina passt sogar von sich selber ganz gut zum Pferd, von der ganzen Optik. Abi kommt Prisma dieses Jahr wieder. Müsste eigentlich wiederkommen. Joanna passt sehr gut von den Farbkontrasten. Finde ich das sehr geil. Finde ich wirklich top. Passt sogar mit den Federn gut. Ah, Bella, was mit deinem Gesicht passiert hier? Ja, sticht total heraus, das Skelettface, ey. Muss mal gucken, die Miscreants-Maske könnte auch bei dir eigentlich ganz fancy dazu aussehen, Bella. Kim, das habe ich gesehen. Ich will auf jeden Fall auch mal wieder, dass ich mich verstecke, ja. Wann ist SSO Geburtstag? Oh, das dauert noch. Das ist erst immer Ende des Jahres. Hier, Rose, ein sehr, sehr, sehr selten sehender Look hier, Rose.
Aber es passt vor allem sehr geil zusammen. Das ist aber, sieht man echt nicht oft, dieses Sakko. Brooklyn hatte ich schon, Pari hatte ich auch schon. Hey, hört mal auf, euch immer wieder anzustellen. Ich weiß auch nicht, wen ich jetzt schon hatte. Dann höre ich dann immer auf hier. April, geiler Hut, den kenne ich ja gar nicht. Sieht aus, als wäre das so ein bisschen so Diamant-like. Und Paula, sehr, sehr schöne College-Jacke. Ich mag College-Jacken. Echt auch. So. Die Everwind Pearls. Liebe Grüße. So. Machen wir auf jeden Fall mal wieder Nat. Wieso schlagst du dein iPad kaputt, Coco? Was ist los? Okay. Also. Wir gucken mal. Oh, das ist ein SSO-Con-Outfit. Du warst noch nicht. Ich finde, das SSO-Con-Outfit passt sogar ganz gut zu deiner Frisur. Ari. Guck mal ganz kurz, wo das nächste Chumpy ist dann. Um 21:30 Jorvik-Stall. Danach Vale Day. Na, mal gucken, Nat, ne? Dankeschön, Mina, fürs TikTok. Ich überlege gerade, wie machen wir das am besten? Okay. Aber wir machen heute mal die Moorland-Tour beim Rennen. Hey Jana. Jetzt habe ich vorhin gesagt, als du angekommen bist, Kid, dass das ziemlich cute aussieht. Du brauchst mehr Handyspeicher, oh no. Dankeschön, Felicia, für den Hasen. Danke dir. Du kannst den dort nicht leisten. Ich weiß gar nicht, was hat der gekostet? Waren das nicht 2000 Schilling oder so? Mina, danke fürs Hufeisen. Decken bei der Baroness, da gibt es ja gar nicht so viel, aber können wir nachher echt mal probieren noch. Ach so, 10.000, oh ja, dann schwierig, aber er lohnt sich halt auch, ne? So, werde abstellen und an die Startlinie mit dem T-Shirt. Für alle Marathonesen. Ich mag den Global Shop nicht. Alle an die Startlinie. Alle Runner positionieren sich. Es gibt gleich die Zielvorgabe. Dankeschön, Beverly, fürs Küken. Aber warum müssen wir echt mal wieder machen, Emir? Pferde am besten ein bisschen beiseite stellen. Machen wir heute wieder ein paar Etappen. So, wir warten noch kurz. Das ist wieder ein Krabaton, ja.
Dankeschön für die Rose und fürs Flammeherz, 7. Ihr lieben Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir machen gleich einen Krabaton. So. Also. Danke fürs Sushi. Alles klar, also. An die Linie hier. Dürfen die Pferde euch folgen? Ja, aber nicht aufsteigen. So. Wir machen als Ziel und erst loslaufen, wenn ich lossage, ne? Als Ziel nehmen wir als erstes Etappenziel nehmen wir die Longier, nehmen wir mal wieder bei Steve die Longier-Koppel da, den Longier-Bereich. Und es zählt, wer zuerst drinnen ist. Also ihr müsst auch die Tür aufmachen. Auf los geht's los. Also bei Steve den Longierbereich. Erst auf los. Wer früher losläuft, der verliert 83.000 Starcoins. Nee, abholen lassen ist Beschiss. Darf man sich abholen lassen? Das fragst du wirklich, Flip? Danke fürs Sushi, Mina. Natürlich nicht. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, Entschuldigung. Ja. Keine Frühstarter hier. Los geht's. Meine Hose ist die neue Jeans von dem neuen Jeans-Set. Vorne ist Sheila. Sheila gibt sich Mühe. Sheila mit der besseren Kondition. Aber sie fällt etwas zurück. Pari auch noch schon vorne mit dabei. Marie auch gut mit dabei. Die teilen sich die Spitze hier. Es ist richtig eng. Die anderen kommen aber hinterher. Oh, das Team macht trotzdem schon eine recht große Lücke. Oh, wo läuft Marie hin? Maria verliert leicht die Orientierung. Natsuki zwar ohne Krabben-T-Shirt, aber Natsuki übernimmt die Führung. Und beim ersten Checkpoint bei der Mauer hier, bei unserem guten, bei der guten alten Farm, ist Natsuki mit Pari gleich auf. Jetzt entscheidet sich, wie sie laufen werden. Nehmen sie den Weg über die unsicheren Felder oder laufen sie die sichere Straße entlang. Wir wissen es nicht. Pari läuft, oh, Pari weiß nicht genau, wie sie laufen soll. Natsuki und Pari, beide sehr, sehr close vorne. Aber Pari ist vorne, nicht gefolgt von Marie. Sheila und Paulina, der nächste Checkpoint, die nächste Mauer steht an und sie rennen wie die Weltmeister. Vorne ist jetzt Pari, Natsuki rutscht ein bisschen hinterher. Es ist sehr, sehr knapp. Hinten laufen die Leute zickzack, was ist da los? Asura, was ist mit Ava los? Wo ist denn der ganze Rest geblieben? Mädels! Hä? Hä?
Wo ist denn der ganze Rest? Moment! Ist der Rest vielleicht links über die Felder gelaufen? Oh mein Gott, sind das vielleicht gar nicht die Führenden? Ist vielleicht irgendjemand links über die Felder gelaufen? Oh mein Gott! Das muss ich schnell überprüfen. Die Streckenposten werden das natürlich überprüfen. Kommen vielleicht hier einige angelaufen? Natürlich kommen da einige an. Oh mein Gott, wir wissen gar nicht, wer gerade Führungsteam ist. Da hier die Leute kreuz und quer über das Feld laufen. Wir müssen einfach schnell zum Ziel gehen. Hier kommen die Ersten. Das sind schon welche direkt da. Sie haben die kürzeren Weg gewählt. Hier vorne sehen wir den Zieleinlauf. Und es war Fabian... Was? Oh. Ja gut. Ich glaube, wir waren ziemlich spät da. Ups. Wir waren gar nicht bei der Führungsgruppe. Ja gut. Das war nur zum Aufwärmen, meinte ich natürlich. Hust, 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 hust. Oh, scheiße. Okay. Alle von euch stellen sich jetzt an die Schranke hier, an das Tor. Ans Tor und es geht los, sobald ich das Tor aufmache. Wenn ich los sage und das Tor aufmache, dann starten wir. Und bitte von der linken, von der rechten Seite reinstellen. Nicht hier vorne hinstellen. Mrs. Kim, bitte hinter die Schranke. Hinter die Schranke. Ei, ei, ei. Da wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wir machen Marathon, Shadow Angel. Hinter die Schranke, aber Flotti Kalotti. Alle hinter die Schranke. Mina, danke für die Eiswaffe. So. Fein hinter die Schranke stellen. So. Also. Unser nächster Punkt, den wir ansteuern werden. Der wird sein. Also, wir machen den Crazy Marathon des Todes. Denn wir werden, passt mal auf, von hier aus laufen wir bis zur Baroness. Von hier aus, hier lang, über die Brücke, durchs Grüntal, bis nach Janaheim. Ich bin gespannt. Checkpoint Nummer 1 wird die Brücke sein. Checkpoint Nummer 2 ist dann halt durchs Grüntal, wenn wir dann hier bei der Kreuzung wieder einen Checkpoint haben. Ihr dürft euch nicht abholen lassen, natürlich. Niemals. Danach machen wir Verstecken, aber das hier ist der Checkpoint zur Baronese. Sehr weit. Ja, das ist ja auch der Marathon des Todes. Also, ich zähle runter und danach mache ich das Tor auf. Wenn ich das Tor öffne... Also, 3, 2, 1. Los! Nein! Ja, ihr müsst loslaufen. Das Tor ist doch aufgegangen. Hä, hey, warum lauft ihr noch auf der Stelle da? Hier, los! Moment, wo lauft ihr denn da hin? Ach, darüber. Okay, okay, wir müssen... Oh mein Gott. Das war eindeutig hier... Waren das Fehlstartschritte? Vorne scheint gerade Kim zu sein,
Aber wir wissen ja nicht genau, ob manche Leute nicht vielleicht hier oben über den Weg laufen. Deswegen werden wir einfach mal hier... Wir werden einfach mal in Richtung vom Nilmas Hochland uns aufmachen. Ja, Flip, das ist einfach... Aha. Dankeschön, Mina, fürs GG. Auf geht's. Warten wir hier an der Kreuzung? Ne, Moment, wir warten an der Brücke. Da müssen auf jeden Fall alle rüberkommen. Wer wird zuerst an der Brücke aufschlagen? Lina, du hast ganz klar beschissen, Lina. Du hättest niemals zu Fuß hier sein können. Lina, das ist absoluter Beschiss gewesen. Niemals bist du zu Fuß schneller hier gewesen als ich mit dem Pferd. Niemals. Niemals. Never. liebe Grüße, Carla. Lina ist disqualifiziert wegen... Ja, Lina. Wie kannst du denn zu Fuß schneller sein als ich mit dem Pferd? Niemals, Lina. Da kommt... Alina! Weiterlaufen, weiterlaufen, nicht stehen bleiben. Weiterlaufen. Das ist ein Checkpoint, ihr müsst weiterlaufen. Hallo? Weiterlaufen. Oh, Moment, die Verwirrung hat Lola ausgenutzt. Lola ist vorne. Wir brauchen mal wieder diese Marathon-T-Shirts. Wo wird Lola langlaufen? Lola entscheidet sich für den rechten Weg. Geht irgendjemand einen anderen Weg? Nein, sieht nicht so aus. Also Lina, diese Abkürzung, dass du, mit der du schneller bist als mein Pferd, die will ich aber sehen, Lina. Vorne, immer noch Lola. Wird Lola einen Fehler machen? Oh, Lola, guck mal, da drüben ist ein Koala-Bär im Busch. Vorsicht, Lola. Rechts ist ein Bär. Lola rennt. Gab es nicht mal so einen Film, Lola rennt? Lola ist immer noch vorne dabei. Warten wir mal ab, wer da noch so kommt. Da ist Beverly. Da ist Dina. Oh, da haben wir jemanden, der abkürzt. Hier sehen wir, Leute nutzen den malerischen Waldweg. Oh, verdammt, Ava hat sich verlaufen. Ava ist in die Kuhle gelaufen und wird von Löwen gefressen. Oh, verdammt, ich bounce in der Gegend herum. Da ist auch noch Kim. Fabiana hier mit dabei am Start. Pari läuft gegen den Baum. Oh nein, Pari aus der Baum, Traum. Weiter geht's nach vorne. Dina hier. Alina und Beverly vorne mit dabei. Doch immer noch vorne rennt Lola. Lola, die nutzen dieserin davon, dass einige Verschnaufpause genommen haben. Lola rennt. Wird sie es schaffen? Der Glaube-Shop ist schon in der Testphase da. Guck hier. Lola vorne. Die Streckenposten reichen ihr was zu trinken. Wird sie es schaffen? Machen die Beine schlapp? Wie ist die Kondition von der Lola? Wird sie es durchziehen, bis zur Baroness zu kommen?
Oh mein Gott, da kommt ein Baum auf sie zu. Doch sie weicht gekonnt aus. Lola hat gekonnt den Baum aus, ist dem Baum ausgewichen. Doch wird sie es schaffen? Wird Lola den richtigen Weg finden? Hier biegt sie ab. Ist das ein Fehler gewesen? War das ein Fehler oder war es die richtige Entscheidung? Anscheinend laufen die anderen auch diesen Weg. Sie vertrauen Lolas Instinkt. Lola jetzt schon auf den Maisfeldern. Wer weiß, was in den Maisfeldern auf sie lauert. Da könnten auch überall Wölfe sein. Wird sie über die Maisfelder laufen? Nein, sie traut sich nicht. Sie läuft ganz klar unten herum. Beverly läuft oben durchs Maisfeld. Sie traut sich, die wird, obwohl da Wölfe hausen. Dina auch. Oh, jetzt wird's spannend. Lola, wird sie ihre Position behalten oder werden die Leute, die durch das Maisfeld laufen, die Position halten? Unten seht ihr Lola. Sie ist auf dem Weg. Beverly ist hier oben auf dem Weg. Oh, Beverly hat ganz klar die Führung übernommen. Nein, hat sie nicht. Dina ist vorne. Dina hat sich doch mehr zugetraut. Dina läuft nach unten. Dina ist in der Führungsposition angekommen. Da oben ist Lola. Aber Lola hat den Abhang leider verpasst. Dina vorne. Geführt ganz knapp vor Beverly. Sie läuft oben rum. Ist das der falsche Weg gewesen? Dina läuft am Moos vorbei. Das T-Shirt gibt es mit dem Code Krabokalypse. Dina läuft oben lang, während Beverly unten lang läuft. Doch wer ist schneller? Wer ist heller? Da unten sehen wir sie laufen. Unten laufen die beiden Kandidaten. Oben läuft hier die gute Dina. Unten läuft Beverly lang. Wer ist schneller? Oh, 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 es wird spannend. Wer bringt die Position besser über die Bühne? Ich glaube fast, dass Beverly da den besseren Weg gewählt hat, denn Dina muss hier wieder nach unten laufen. Und Beverly kann einfach durchziehen. Hier werden die Wege sich zusammenführen. Wo sehen wir unsere ersten Kandidaten? Da kommt Beverly! Da oben kommt Dina! Oh, 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 wie es aussieht. War Beverly tatsächlich schneller da unten rum? Oh mein Gott, Beverly und Alina vor Dina. Das Führungstrio. Beverly nähert sich der Baroness. Doch es kann immer noch alles passieren. Es kann ein Baum umfallen und ihr den Weg versperren. Oder sie kann einen Krampf bekommen. Die Beine werden müde. Die Beine werden schwer. Schafft es Beverly noch? Die Waden machen langsam schlapp. Doch Beverly macht schlapper. Hält durch. Wir nähern uns dem Ziel. Die Baroness wartet schon mit der Siegerehrung auf die ganzen Kandidaten hier. Moment. Und da kommen die Leute. Es wird ganz knapp. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nase an. Oh, oh, oh. Das war so knapp. Alina und Biffelmiffel. Das ist. Also, was war ein Fotofinish? Wobei, eigentlich hat Dina gewonnen, weil Dina war bei der Baroness oben zuerst. Also, eigentlich ist bisher nur Dina im Ziel, weil Dina war bei der Baroness. Ja, Dina hat gewonnen. Die anderen hat die Baroness nicht berührt. Dö. Ah, sehr gut. Ich weiß nicht genau, es kann echt an Reshade liegen. Du hast die Fähre genommen. Was? Du hast die... Moment, welche Fähre hast du genommen? Moment, was? Ich habe gesagt, du musst zur Baroness. Vor Pinterfähre. Was? Okay, okay. Wir wollten noch Versteckspielen machen. Ihr könnt gerne gleich ein Foto machen. Also wir machen jetzt noch Versteckspielen. Nee, heute machen wir noch mal eine Runde, dass ihr euch versteckt. Weil ich muss für morgen, ich müsste dann halt fürs nächste Mal das noch ein bisschen vorbereiten. Dankeschön fürs Teamherz. Vielen lieben Dank. Das ist komisch, Raven. Hast du SSO mal neu installiert oder sowas?
Ja, wir haben die Fähre unterschätzt. Die Fähre hat es hier rausgerissen. Ja. Okay. Kannst du die Foxy Frosty Fighters, liebe Grüße an die Frosty Fighters. Wir machen Verstecken bei der anderen Baroness. Nee, komm, wir machen nicht noch einen Marathon. Wir machen beim nächsten Mal gerne noch einen. Aber zu viel Marathon ist schlecht für die Gelenke. Also, wir porten uns zur Baronese, also der anderen Baronese. Oh, wir bräuchten diese ganzen Einser-Shirts wieder mal. Das wär viel cooler für Marathon. Der hat ihr Pferd verloren unterwegs. Oh nein. Warum reitest du nur dasselbe Pferd? Das habe ich frisch gekauft, das Pferd. Also. Überlege gerade, wo ich mich hinstelle. Okay, wir machen das so. Hier stelle ich mich hin. Und das Suchgebiet ist... alles, was vor mir ist. Also, ihr könnt hier Chumpy, hier das Wohngebiet hier, aber nicht das Ölfeld nicht mehr. Also alles, was vor mir ist. Und bitte nur das Areal hier vorne. Also nicht, geht nicht bis zum Aufzug vor. Mit oder ohne Pferd. Ich glaube, macht lieber ohne Pferd, sonst finde ich euch ja direkt, weil hier könnt ihr, glaube ich, ohne Pferd nicht. Ihr könnt euch mit Pferd, glaube ich, nicht verstecken. Wir machen ohne Pferd. Kein grüner Helm, nee, wir machen heute T-Shirt. Wir machen heute T-Shirt, Kim. Ohne Pferd. Okay, ich guck auf den Baum und mach die Namen aus. Ja, und dann könnt ihr euch verstecken. Du kannst, wenn du dich verstecken willst, kannst du natürlich mitsuchen, aber lass mal mich suchen, du kannst gerne mitreiten. E-Flip, das ist ja ekelhaft. Genau, einfach verstecken auf dem Bereich. Das Krabbe-Shirt eines Deutschland, ja, schon irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen, ja. Und lasst gerne ein Like da. Vielen lieben Dank euch. So. Wir warten noch bis 22 Uhr, dann suche ich. Ich habe ein altes Fjord, ja. Was ist das? Emily, du kannst den Code einfach eingeben, Emily. Der Code geht immer noch. Der heißt Krabokalypse, den Code.
Emily, einfach den Code Krabokalypse auf der Homepage eingeben, Emily. Dann hast du den Code. Dann hast du das T-Shirt. Gute Nacht, Asura. Gute Nacht. Der Code heißt Krabokalypse. So. Oh, super, kann man nicht schreiben. Böses Wort. Also mit C. C-R-A-B-O C-A-L-Y-P-S-E. Krabokalypse. Wir sind bei der Baronese. Bei der Baronese. Bei der Baronese. Jetzt fällt mir mal das hier ein. Bitte Ruhe, Ruhe, bitte. Also gut, Leute. Hat jemand von euch schon mal ein Musikinstrument gespielt? Zählen Folterinstrumente auch? Nein. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick. Mayonnaise ist kein Instrument. Ja. Gut. Also. Ah, sehr gut. Siehst du, sie hast jetzt auch das T-Shirt. Super, jetzt kannst du dich verstecken. Perfekt. Dann versteck dich, Emily. Eher Team Western oder Team Englisch? Ich glaube eher Team Western. Ich bin Team Mayonnaise. Ihr könnt euch komplett verstecken auf dem Gelände, also hier in dem Areal, hier, da so und auf dieser, also von der Ölplattform bis zum Rand von dem Gebiet. Dankeschön, Beverly. Dankeschön. Ja, jeder kann mitmachen. Kit, am besten holst du dir aber das Krabokalypse-T-Shirt. Ich bin schon auf dem Pferd geritten, ja. Hey, Duplo. Ja. Ich warte noch kurz, dann geht's los. So, dann fangen wir mal gleich an. Letzte Minute läuft. Das Krabokalypse-Shirt. Du musst den Code Krabokalypse auf der Homepage eingeben. Dann hast du das Shirt, was wir alle anhaben. Das hier. So, auf geht's. Wir suchen. Um.
Hier ist keiner? Doch, hier sind welche. Erwischt. Und erwischt. Wanda und Velma und da oben. Moment, wer ist denn da oben? Kid erwischt. Aha. Layla erwischt. Aha. Alexandrina. Wunderschöne gute Nacht euch und Dankeschön, Melanie. Danke für die Rosen. Hier war jemand, ich habe das genau gesehen. Hier war ganz genau jemand. Bist du jetzt im Global Shop gegangen? Naja, wir machen auf jeden Fall noch diese Suchrunde jetzt hier zu Ende. Erwischt, Pari. Erwischt, Mülleimerchen. Enora. Erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Ari, ich hab dich gesehen. Boah, das ist voll schwer hier. Hier war noch jemand. Da, Fiona. Ja, Pari habe ich schon gesehen, ja. Da ist noch jemand drin. Gute Nacht. Ah. Erwischt. Ich hab das gesehen, du bist auf die andere Seite gelaufen. Adele. Nicht bewegen, wenn ich euch gefunden habe. Brooklyn.
Ja, Beverly. Ich lebe alleine, ja. Oh. Tino da verstecken, Hilfe. Aha. Erwischt. Erwischt, ja. Oh, da ist wieder die Po-Fummlerin. Ja, schaut. Das ist die gemeine Po-Fummlerin, die hier. Guckt hier. Ihr müsst nur mit eurem Hintern hingehen. Guckt mal hier. Wenn ihr zu nah mit eurem Hintern hingeht, dann fummelt die. Achtung. Erst winkt sie scheinheilig und dann krapscht. Seht ihr es? Ich hab sie auf frischer Tat erwischt. Ihr habt's gesehen. Da, seht ihr das? Hände weg. Ja. Daisy erwischt. Ich hab doch gesagt, Parin wurde schon gesehen, ganz am Anfang. Da. Aha. Da. April. April erwischt. Oh nein, es kann hier überall noch Leute sein. Ja, männliche Charaktere, ich lasse ja meinen Charakter eh schon ein bisschen männlicher aussehen. Das finde ich eigentlich gar nicht so wichtig. Moment, war hier gerade was? Aha. Hey, das Auto schreit aus der Lüftung. Paulina. Wer hat dich verraten? Ich dachte gerade, das gehört zum Auto, dein Kopf. Ich dachte, dein Kopf gehört zum Auto. Er hat dich verraten. Ich habe dich nicht gesehen. Ich hatte dich nicht gesehen. Ich hab erst deine Sprechblase gesehen, Paulina. Paulina, ohne deine Sprechblase hätte ich dich nicht gesehen. Und da steckt noch jemand drin, oder?
Hier ist... Er steckt hier Kim in dem Auto drin? Kim, ich sehe hier deinen Nametag hier drin. Ah, hab's gesehen. Aber ja, hier. Wenn man dich verrat, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ernsthaft nicht. Wo denn? Ach, weil man hat hier geschrieben. Aber ich ernsthaft, darauf achte ich gar nicht so. Also ich habe dich ernsthaft nur durch deine Sprechblase gesehen. Meine Maus an mit... Ja, ist so. Da. Die stehen da keine Autos, was? Da! Tatjana! Die Krabbe gibt es derzeit noch gar nicht, die kommt erst zum Sommer-Event. Die gab es einmal nur ganz kurz zu kaufen, schon vorab. Nicht, verpetzt doch die anderen nicht, das ist doch voll unfair. Ja, die Maus brauche ich aber auch. Ohne die Maus könnte ich ja teilweise gar nicht in Autos reingucken oder so. Das wäre dann voll umständlich immer. Ja, ich brauche aber auch die Maus, weil ansonsten müsste ich in jedes Fahrzeug oder sowas rein. Hey Sonja. Ja, die Pferdetrainerin sieht jetzt ganz anders aus da. Da steckt auch noch jemand drin. Erwischt, bis hinter der Pferdetrainerin. Ja, Zelda erwischt. Ja, war irgendwas. Da. Bella erwischt. Nee, heute seht's mir nach, aber ich habe heute früh 6 Stunden oder sowas gestreamt, dann jetzt auch nochmal 2. Also nur langsam kommst du auch dann an deine Grenzen. Von daher, also ich danke euch vielmals fürs dabei sein und mitmachen, aber wir machen keine zweite Runde. Heute nicht. Boah, wo sind denn die restlichen? Wie viel fehlen denn noch? Ja, ich kann leider keine FA schicken, weil meine FA-Liste leider voll ist. Erwischt. Lola. Lola hat sich in ihr Pferd versteckt. Clever. Clever.
Morgen machen wir gerne nochmal eine Runde. Morgen können wir auch gerne ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, das kann man verstehen, dass es heute einfach für mich auch dann irgendwann ein bisschen viel ist. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich dann auch echt kaputt bin. Genau. Machen wir es so, alle, die ich jetzt nicht gefunden habe, ihr habt für heute die Runde gewonnen. Dann machen wir es noch einmal kurz nach Moorland auf, damit auch alle hinkommen können. Machen wir noch einmal nach Moorland zum Abschlussbild, wenn ihr gerne mögt. Ein bisschen Comic Book, nicht sehr. Genau. Alle, die ich nicht gefunden habe, ihr habt die Runde gewonnen. Da. Dann sage ich hier nämlich auch mal, ihr könnt gerne noch ein Foto machen. Und dann verabschiede ich mich hier. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Content. Ja, als ich angefangen habe, YouTube war zu der Zeit noch nicht verfügbar, wo ich angefangen habe mit allem, Carolina. Also nee, das kam erst mit der Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke nochmal für auch die ganzen Geschenke. Danke für die mega vielen Likes. Wir haben 80 Likes zusammen. Ich danke euch wirklich vielmals für die ganzen Gifts. Auch nochmal vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Haut rein. Bis morgen. Danke fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Schlaft gut. Und morgen gibt es auf jeden Fall nochmal wieder ein Gewinnspiel zu My First Horse, wo ich nochmal zwei Codes dann verlosen werde. Diesmal in den Kommentaren aber. Danke fürs Mitmachen. Und bis morgen. Ciao, ciao. Someday I will feel alright. Timing felt so right and we gave it all and gave him a fight. Can you feel the beat of the energy?